Bücherwürmer! Schön, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Ich bin Lea von Librarium und ich stelle euch heute die Bücher vor, die ich im Januar gelesen habe. Hier sind sie auch schon. Ich habe sie hinter mir aufgebaut, wie ihr seht. Magische Bücher. Ja, im Januar war bei mir viel los, deswegen hatte ich nicht so viel Zeit, so viel zu lesen. Ich habe aber versucht, mindestens 100 Seiten am Tag lesen zu können. Das hat teilweise gut geklappt. Unter der Woche abends ging das super. Da habe ich dann auch wirklich sehr viel lesen können. Als dann die Karnevalszeit und mein Geburtstag immer näher rückte, habe ich dann aber gemerkt, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe. Ich habe ganz lange an meinem Kostüm für Karneval genäht. Ich habe lange gebraucht, um meinen Geburtstag richtig vorzubereiten und um eine gute Party zu schmeißen und um meinen 26. Geburtstag schön zu feiern. Deshalb habe ich in diesem Monat auch nur 4 Bücher geschafft, aber ich bin mir sicher, dass es bald wieder besser wird und ich mehr lesen kann. Weil ich ja so ein großer Percy Jackson-Fan bin, konnte ich gar nicht anders als sofort Percy Jackson erzählt griechische Göttersagen von Rick Riordan aus dem Carlsen Verlag zu lesen. Und in dem Buch geht es jetzt nicht so wirklich um die Geschichten von Percy, sondern darum, wie Percy zu einem Verleger kommt und der ihn darum bittet, einfach mal alles aufzuschreiben, was er denn über die griechischen Götter weiß. Und das macht Percy etwas widerwillig, aber er tut es dann doch für uns. Und diese Geschichten, dieses Plaudern aus dem Nähkästchen finden wir in diesem tollen Werk. Ich habe auch bereits eine Buchrezension mit einem Booktalk gemacht. Den werde ich euch hier oben mal verlinken. Und ich habe auch eine Rezension auf meinem Blog dazu geschrieben. Die findet ihr wie immer in der Infobox. Natürlich werde ich auch die Rezensionen von den anderen Büchern in die Infobox packen, sodass ihr auf meinem Blog direkt nachschauen könnt. Ich habe dem Buch 4 von 5 möglichen Sternen gegeben, weil es mich auf jeden Fall gut unterhalten hat und ich es super witzig fand. Aber mir fehlte zwischendurch dann doch ein bisschen der Bezug zur Percy Jackson-Reihe. Ich hätte mir gewünscht, dass man mehr kleine Anekdoten zu Percys Leben bekommt und einfach nicht nur diese reine Nacherzählung über die griechischen Mythen. Talon Drachenzeit von Julie Kagawa war für mich mal etwas ganz anderes, denn in dem Buch geht es um Drachen. Mich hat vor allem als erstes das Cover angesprochen. Ich fand die Grüntöne alle total schön, die übrigens super hervorragend zu Percy Jackson passen. Und dieses geschminkte Auge, ich war dann schon die ganze Zeit fasziniert, warum ist die Pupille so komisch? Und als ich mich dann mehr über Talon informiert habe, habe ich dann herausgefunden, dass es sich um Drachen handelt. Und zwar nicht um irgendwelche Drachen, denn diese Drachen haben menschliche Gestalt angenommen und leben seither unter den Menschen. Und es geht in dem Buch um die 16-jährige Amber, die das Ganze durchlebt. Sie ist ein Drache und kommt jetzt zum ersten Mal in eine Stadt, wo sie dann tatsächlich Freunde finden soll und einfach mit den Menschen leben soll. Bevor dann ihr Leben als Drache so richtig beginnt. Talon ist nämlich der Ort, an dem die Drachen herkommen und aufgezogen werden. Und bei denen ist alles ganz streng reglementiert. Die Drachen, die haben eine bestimmte Ausbildung, die machen müssen. Und es gibt ganz viele Vorschriften, an die man sich halten soll. Und Amber ist sich nicht ganz sicher, ob sie Talon vertrauen kann. Und in dem Buch geht es eben nicht nur um diese Drachengesellschaft, sondern auch darum, wie man Freunde findet, wie man miteinander ein zwischenmenschliches Leben führt. Und das fand ich super schön. Und es ist wirklich ein toller Fantasy-Auftakt für eine Reihe. Und ich will auf jeden Fall weiterlesen. Der zweite Teil von Talon ist auch schon erschienen bei Heine Fliegt. Und der ist in total schön pink gehalten. Und ich bin richtig gespannt, wie es weitergeht. Denn am Ende von Talon Drachenzeit steht alles Kopf. Und deshalb ist diese Story auch so interessant weiterzulesen, weil man einfach nur wissen möchte, wie es denn jetzt weitergeht. Ich habe Talon 4 von 5 Sternen gegeben. Ich fand es super spannend und es war einfach wirklich etwas Neues und gerade deshalb hat es mich so mitgerissen, dass ich gar nicht aufhören konnte zu lesen. Aber dadurch, dass es ja so ein dicker Schinken ist von fast 560 Seiten, war es teilweise ein bisschen langatmig. Ich hätte mir gewünscht, dass ein paar der Szenen kürzer zusammengefasst worden wären, dann wäre es noch schöner gewesen. Im Januar ist außerdem die wundervolle Poppy Pym bei mir eingezogen. Das Buch von Laura Wood heißt Poppy Pym und der gestohlene Rubin und es ist bei Schneider Buch verlegt worden. Das kam bei mir in so einer großen Box angeflogen, diese hier, mit Der Zauber beginnt und dann dachte ich schon so, boah, was ist das Cooles. Und es ist ein Kinderbuch, ein Kinder- und Jugendbuch und es geht darum um die fantastische Poppy. Poppy ist ein 11-jähriges Mädchen, das in einem Zirkus aufgewachsen ist. Und kurz vor ihrem 12. Geburtstag soll sie jetzt auf ein Internat gehen.
Weil das Zirkusleben ist alles ein bisschen sehr bunt und Poppy soll jetzt endlich mal Freunde in ihrem Alter finden und ein wenig ins alltägliche Leben zurückkommen. Poppy kommt dann auf dieses Internat und muss sich jetzt ganz vielen fremden Leuten stellen, was sie anfänglich ein bisschen merkwürdig findet, weil sie gar nicht weiß, wie sie sich vorstellen soll. Und das Buch ist wirklich eine richtig schöne Geschichte darüber, wie es denn ist, wenn man neu irgendwo ist und neue Leute kennenlernen muss. Und ich finde, das Buch macht auch ganz schön viel Mut und zeigt einem, dass man ein ganz schön großes Selbstbewusstsein haben kann, auch wenn man nur ein kleines Mädchen ist. Das Schöne an Poppy Pim ist, dass es wirklich so ein bunter Genre-Mix ist. Umgeben von dieser ganzen Zirkuswelt haben wir trotzdem ein realitätsgetreues Buch, das uns wirklich sehr viel lehren kann. Und es ist außerdem eine Crime-Mystery-Krimi-Geschichte und das fand ich super interessant. Denn als Poppy auf das Internat kommt, stellt sich ihr ein Fall, den sie lösen möchte. Und zwar soll in dem Internat eine Sammlung ägyptischer Artefakte ausgestellt werden. Und darunter ist auch der gestohlene Rubin, in dem es um den Titel geht. Denn dieser Rubin, auf dem lastet ein Fluch. Und der soll jetzt ausgerechnet in Poppys Schule ausgestellt werden. Und der Fluch macht sich dann so langsam bemerkbar, indem immer kleine Dinge passieren, die Poppys Aufmerksamkeit erregen. Und Poppy möchte dann natürlich unbedingt herausfinden, was steckt eigentlich hinter dieser Geschichte von dem Rubin? Und als der Rubin dann auf einmal auch noch verschwunden geht, hat sie einen Fall, den es zu lösen gilt. Ich habe Poppy Pim 4 von 5 möglichen Sternen bekommen. Mich hat es ganz, ganz wunderbar unterhalten. Ich fand, das war ein zauberhaftes Kinder- und Jugendbuch. Und ich fand gar nicht, dass es nur so für Kinder ist, sondern auch wirklich für ältere Leser. In Zusammenarbeit mit dem DTV-Verlag durfte ich Throne of Glass, Die Erwählte, lesen. Das Buch ist von Sarah J. Maas im Taschenbuch erschienen. Und ich war schon immer ganz gespannt, was diese Reihe denn alles so mit sich bringt. Ich habe davon so viel Gutes überall im Internet gehört und dachte, ich muss jetzt unbedingt anfangen, diese Reihe zu lesen. Und der erste Teil hat mich schon echt gut gefesselt. Ich habe den, glaube ich, Anfang Januar beendet, deswegen ich das Buch auch noch in mein Januar-Video reingepackt habe. Und ich habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. Es wird eine riesige neue Fantasy-Welt aufgemacht und alles dreht sich um die junge Assassinin Selina. Die hat jahrelang in Knechtschaft gelebt und wird auf einmal zum Königshof geholt und sie fragt sich, was los ist und sie bekommt die Aufgabe gestellt, Champion des Königs werden zu können. Sie soll dann in einem Wettkampf teilnehmen, um nachher der Champion zu werden, der dem König immer zur Seite steht. Und Selina muss sich dann durchbeißen und sagt, ja, ich mach das. Denn wenn sie nachher Champion des Königs wird, darf sie ein paar Jahre für den König arbeiten und wird schließlich in Freiheit entlassen. Und das ist es, was Selina wirklich will. Einfach nur Freiheit. Und dieses Buch ist gespickt von einer Liebesgeschichte, die mich auch nochmal sehr gefesselt hat. Das erste Buch geht tatsächlich nur um diesen Wettkampf und so ein bisschen ums Kennenlernen dieser neuen Fantasy-Geschichte, die wir da vorgelegt bekommen. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ich fand es manchmal auch ein wenig langatmig, weil viele Sachen doppelt und dreifach erzählt werden. Andere hingegen, wie beispielsweise einzelne Wettkämpfe, werden so schnell übersprungen, dass man da gar nicht so richtig mitkommt. Das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten fand ich das großartig und ich bin super gespannt, wie es weitergeht, denn ich habe natürlich auch das zweite Buch bekommen, und zwar Throne of Glass, Kriegerin im Schatten. Das Buch ist ein wenig dicker, glaube ich. Wir können ja mal den Test machen. Ja, ein bisschen. Und wie ihr seht, ich lese das Buch aktuell noch und bin gerade auf Seite 300. Ich hoffe, dass ich das Buch bald beenden kann, weil es mich wirklich fesselt. Aber leider beiße ich mich da jetzt schon seit 1,5 Wochen durch, weil ich momentan so viel zu tun habe und nicht zum Lesen komme. Denn das Buch ist durchaus super mega spannend und wirklich genauso gut wie der erste Teil, wenn nicht sogar noch besser, weil jetzt hier auch mal richtig was passiert und man noch mehr von der Fantasy-Welt mitbekommt und von Selenas Platz in der Gesellschaft. Und deshalb finde ich das bisher sehr, sehr gut und ich freue mich darauf zu erfahren, wie dieses Buch endet. Das waren meine Bücher, die ich im Januar gelesen habe. Vielleicht war ja auch das eine oder andere Buch für euch dabei, das ihr jetzt auch unbedingt lesen möchtet. Oder vielleicht kennt ihr die Bücher ja auch alle schon. Wenn das so ist, dann lasst mir doch mal eure Meinung in den Kommentaren da. Ich bin immer gespannt, was ihr von den Büchern haltet, die ich euch vorstelle. Und wie immer lasse ich euch unten in der Infobox meine Links zu den Rezensionen da. Entweder von den Videos, die ich hier auf BookTube gedreht habe, oder von den Rezensionen auf meinem Blog, die ihr dann gerne nachlesen könnt. Wenn ihr mich auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen wollt, dann könnt ihr mich unter Liberiarium finden. Und ich lasse euch natürlich in der Infobox wie immer meinen Bloglink da. Ich bin Lea von Liberiarium und wir sehen uns im nächsten Video, liebe Bücherwürmer. Tschüss!